So, jetzt für die Aufzeichnung meine Rundum-Tour. Moment, ich durfte es mir auch anhören. So, jetzt für die Junge. Oh, scheiße. Mann! Wir haben uns mal wieder eine super Zeit ausgesucht. Gio, vergesst das Atmen nicht! Ja, das ging eben nicht so gut. Ich kenne Donnerpixel-Patronen oder was? Oh, ey. Mann. Hallo. Weg hier! Ich bin ja mal echt gespannt, ob das was wird. Da bist du nicht alleine. Also ich sag, jetzt müssen wir ja einen Straßenkampf machen. Also jetzt haben wir hier 16 Geschütze oder 17 drauf stehen.
Scheißgeruckel! Was brauche ich denn? Was für Munition? Richtig. Los, fahr doch mal.
Na super, Alter. Kann ich hier nicht schießen? Geh hin, du blödes Vieh! Geh springen! Danke. Na super. Ey, 4 Reparatur, ey, das gibt's doch nicht. Mann, scheiß Inventar! Gib irgendwas her hier. Geh da rein. Mensch.
Miststück! Oh, das kann doch nicht jedes Mal sein! Mach das irgendwo hin! Steh das doch dahin! Ich würde also sagen, Test nicht bestanden. Also ich lebe noch, ich kann nicht klagen. Also ich muss sagen, der Test hat super funktioniert, ich lebe auch noch. Ich weiß, meine Türme sind im Arsch. Ja gut, ist halt, die sind halt an 3 Seiten durchgebrochen, das war jetzt ein bisschen doof, aber na gut, learning by doing. Rucksack. Hier oben ist auch noch ein Rucksack. Ganz schlecht unter Wasser sehen können, also das ist doch nicht so gut. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Keine Beleuchtung unter Wasser ist ganz gruselig. Tja, deswegen bin ich, nachdem ich gestorben bin, so rumgelaufen. Ich hatte mir ja schon extra die Nachtsichtbrille aufgesetzt, aber die grüne und die grüne Brille und dann unter dem Wasser hat auch nicht. Ja gut, aber oben ist heile und so weit unten ist auch heile. Also nur an der einen Stelle, wo sie durch sind. Ich meine, sonst sieht's ja heile aus. Du.
Am besten wäre, glaube ich, wenn du um den gesamten Teich so ein Gitter machen würdest. Dann kann man sie ja von Weitem schon besser abschießen. Ja, ist richtig. Plus, man müsste Beleuchtung irgendwie, Türme ins Wasser bauen. Was mich halt gewundert hat, ist, dass er so schnell die Beleuchtung innen drin und oben kaputt gekriegt haben, obwohl die auf dem Boden war. Das waren bestimmt auch die spuckende Geier und sowas hatten wir ja auch. Aber guck mal, wie gesagt, wären sie hier nicht durchgebrochen, alles andere sieht noch recht haltbar aus. Ist sonst echt wenig kaputt. Gio, hörst du mich? Jo. Also, ich muss sagen, Olli am Anruf, ich soll jetzt noch ein Rasenmäher abholen. Ja? Jetzt sofort! Ich kann gleich wieder online. Super, ungefähr gewesen, eine halbe Stunde. Ne, aber dauerhaft in den Turm rein, hat die gar nichts gebracht. Weil jedes Mal ist das gleiche Loch gekommen. Volker muss für seine Mutti jetzt gerade ein Rasenmäher jetzt sofort abholen, lol. Alter, du hast die coolen Pfeile oder was? Freddy, guck mal, Ingo hat die geilen Pfeile. Ja, die sind auch richtig gut gewesen. Ja, er hat so eine Treffer und 8.000 bis 10.000 XP gekriegt. Sieht doch voll cool aus, ja, wenn du die da hältst. Ingo hat die Sprengmuni. Und für Freddy bestellen wir mal gleich das Mikrofon. Ja, mach mal. Geld kriegst du wieder, weißt du ja. Sieht doch voll putzig aus, das Mikrofon. Ist voll kleinwertig und sieht voll drollig aus.